Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Kirby Maus Attacke. Beim letzten Mal sind wir in Level 2 im Naturgarten angekommen und haben hier eine Truhe übersehen. Dann werden wir die mal als erstes holen, in der Hoffnung, wir finden sie auch gleich am Anfang. Ich sollte den vielleicht schlucken. So, da könnte ja hier links sein. Oder auch nicht. Verflucht. Dann muss er doch irgendwo hier rechts sein. Wie uncool. Dann werde ich mal diese Fähigkeit nicht mitnehmen. Und werde einfach mal ohne. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was ich nicht mit Eisen-Kirby hätte machen können. Weil ich das dann auch nicht sehe oder so. Keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein. Bäm, auf den Kopf, bäm, auf den Kopf, bäm, auf die Bombe und durch. Das war echt gut. Schön. So, mal sehen. Hier gibt es nur den Weg nach unten. Ist hier nochmal was? Nee? Okay, dann geht's ja nur nach rechts. Hier geht's nur nach unten. Hier könnte es nach rechts sein. Ah, na sieh an. Okay. Gut, dann hätten wir das Problem gelöst. Und haben die letzte Truhe gefunden. Oh. Und da fällt mir noch ein, das kann ich gleich noch mitmachen, bevor der Typ uns einbläselt, ganz am anderen Ende des Ganges. Wir können nämlich auch Truhen aufheben, die wir schon mal gesammelt haben. Hier kommt ja gleich die erste, bei der das der Fall ist. Oh, und ich sehe gerade, dass die Fähigkeit nicht von alleine nach unten schwebt. Das war beim letzten Spiel noch so. Das war eine total komische Betonung. Aber das ist egal. Bäm. Oh, geh weg. Gut. Und zwar, wenn wir die Truhen, die wir schon mal gesammelt haben, nochmal berühren, haben wir die Truhe in Dunkel, wie man ja schon sieht. Und es sind andere Sachen drin. Es handelt sich zwar meistens um Essen, also um Sachen in Blasen. Oh nein, das ist schlecht. Ich habe sie zwar schon gesammelt, aber ich möchte das trotzdem nochmal. Hey, Essen. Stimmt, die können wir ja auch alle attackieren. Die sind ja gar nicht unbesiegbar. Dann huschen wir mal schnell hier durch, das brauchen wir nicht. Die nehme ich mit für später, nämlich genau da. Und ich glaube, die nehme ich mit, um hier oben... Ja, perfekt. Oh, das nehme ich noch, weil es da gerade so lag. Und wir holen uns nichts. Sehr gut, ich wollte eigentlich die Tomate. Vielleicht hätte ich lieber die kleinen Sachen nehmen sollen. So. Nun folgt unser kleiner Freudentanz. Und haben in der Truhe eine Tierschrift-Fähigkeit, sehr gut. Und zwei Blasen-Items. Da wäre einmal Omelette und einmal Kirschen. Fein, dann kombiniere ich das doch gleich mal. Na, das kann man nicht kombinieren. Warum kann man das nicht kombinieren? Das ist nicht beides Essen. Dann kombiniere ich halt eben das Rad und den Engel. Ist mir doch egal. Bekomme den Sprung. Das ist schön. Dann nehme ich jetzt in Welt 2 die anderen zwei Drohnen auch noch mit und bekomme vielleicht noch eine Fähigkeit dafür. Also eine erweiterte. Das wäre schön. Oh, das. Vielleicht bekomme ich die Tierschrift. Nein. Oh toll, jetzt bin ich wieder am Anfang. Schön. Man sollte nicht zu viel verlangen. So, schnell wieder runter. Ach, ich kann nur die Leiter runter. Okay. Moment, war hier nicht gerade eben noch einer? Nee, warum ist denn da jetzt weg? Ist egal. Dann nehme ich jetzt mal das. Ich glaube, das bietet sich hier mehr an. Stelle mich in die Mitte und... Yay! Sehr gut. Feuer? Feuer. Ich kombiniere mal Feuer mit dem Engel und wir bekommen... Oh, schon wieder den Sprung. Irgendwie dreht sich das alles im Kreis. Und... Bäm! Ha, Riesenblitz. Ich glaube, hier ist es... Das ist nicht relevant, welche Tür ich nehme, hoffe ich. Oh. Eis ist allerdings nochmal eine ganze Spur cooler. Ha, im wahrsten Sinne. Als Elektro. So, den frieren wir ein. Ist hier nochmal was? Ne, sieht nicht so aus. So, hier gibt's nichts, wie es aussieht. Da ist eine Tür, da ist ein Gang. Es sieht optional aus. Gehen wir den mal. Gehen wir den einfach mal lang. Was gibt's hier? Na? Ein Leben, okay. Interessant. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ach so. Okay. Ich verstehe. Ah! Ich nehme das mal mit. Vielleicht kommt ja noch was Besseres als Eis. Oh, eine Dark Soul. Meine. Wir besiegen mal. Oh. Sehr gut. Das kombinieren wir gleich mal. Ja, so. Und welchen Weg gehe ich jetzt? Da oben geht's lang und hier geht's runter und. Au. Und da geht's nochmal hoch, oder? Oh, nee. Ich nehme erstmal den Blitz wieder mit. Den Elektro-Skill. Und wir gehen da oben lang. Nein. Blöde Dark Soul. Nein, ich mag das nicht, wenn meine Fähigkeiten wegspringen. Oh, gut. So, bevor der noch Ärger macht, machen wir den weg. Und da ist noch eine Dark Soul. Und da geht der Weg nicht mehr zurück. Oh, shit. War das jetzt richtig? Okay, das sieht sehr richtig aus. Ah, oh, schön. Oh, und das können wir nicht mehr nehmen. Dann nehme ich mal kurz die... Die nehme ich einfach gleich so. Das ist viel klüger. Klüger. Ganz klug. So, dann kombiniere ich das und kriege noch ein Leben.
Jetzt esse ich mal das. Was ist denn das? Das ist doch, das war doch definitiv Essen. Warum konnte ich das nicht mit der Kirsche kombinieren? Verstehe ich nicht. Egal, so, dann sind wir also doch den richtigen Weg gegangen. In jeglicher Beziehung. Wow. Und die Kanonen mag ich nicht. Yeah. Riesenblitz. Und da geht's rein. Schön. Oh nein, das wird ein... Oh, shit. Okay, da hat die Truhe schon. Jetzt müssen wir uns aber sputen. Nein, 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 du kriegst die nicht. Nein. Nein. Oh, shit, der ist ja drin. Krieg ich den nochmal raus? Ja. Gib mir die Truhe. Oh, oh, das ist nicht gut. Die Truhe möchte ich behalten, auf jeden Fall. Wenn ich die jetzt nochmal extra verliere, ist das echt schlecht. So, und wenn der Kleine seine Bomben da nicht immer schmeißen würde, wäre das echt optimal. Wow. Du kommst her, du kriegst es ab. So, bist du jetzt kaputt? Oh, Essen. Und bevor mir das noch wehtut, gehe ich lieber weg. Und da haben wir die Truhe bekommen. Yeah, sehr gut. Wäre schöner gewesen. Ich hätte nicht erst in das Haus gehen müssen. Ah, das macht nichts. Okay. Oh, da ist was Zufälliges. Was haben wir denn da drin? Und? Eine Tomate. Okay. Moment, Leute. So, da bin ich wieder. Nach einem kurzen Gespräch mit meiner Schwester bin ich jetzt übermotiviert, weiterzuspielen. Jetzt haben wir die Tomate. Yeah. Sehr schön. Und wir haben auch beide Truhen gefunden. Das gefällt mir umso mehr. Und wir haben ein Geist-Emblem. Kirby ist ein Geist. Und Farbspray Citrus. Das werden wir auch gleich nehmen, weil das voll cool ist. So, mal schauen. Oh, wir haben hier auch einen Stern. Das sind die Sternsiegel. Ah, okay. Verein 1 von 5 Sternsiegel. Wo ist denn dieses Geist-Ding? Nein, das war ein Puzzle. Ach, da haben wir auch noch ein Puzzle, was wir noch nicht angeschaut haben. Okay. Da ist das Spray. Dann nehme ich mal. Wo ist es denn? Da. Citrus. Schön. Und wo ist denn jetzt das... Ach, da ist dieses Geist-Ding. Da haben wir jetzt noch ein Geist-Emblem. Das müssen wir auch vervollständigen. Dann passiert was Special-mäßiges. Hier haben wir auch noch Herzcontainer. Wenn wir die beide vollkriegen, erweitert sich unsere Herzleiste oder unsere Energieleiste, sage ich mal so. Das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch die Boss-Trophäen. Da haben wir alle Bosse nochmal in, naja, Trophäenform halt. Oder Boss-Orden heißt es hier. Naja, was soll's. Und hier haben wir nochmal kurz unseren Fortschritt bei den Fähigkeiten. Nicht sehr viel im Moment. Ah, das macht nichts. Dann gehen wir mal in Welt 3 und sammeln 3 Truhen. Wie passend. Oh, ist das... Der Übergang in die Welt ist echt klasse gemacht. Oh, es gibt ein Rad, es gibt ein Rad. Das möchte ich doch. Kann ich da die... Kaputt? Ja, cool. Boah, dann rumsen wir alles breit. Und wir können durch Stacheln durch. Und wir machen auch sogar die Ramse haben wir kaputt gemacht. Das fällt mir jetzt erst auf. Schön. Ah, Kirby ist so fantastisch. Oh, da ist wieder dieses Blob-Ding. Dessen Namen ich vergessen habe. Und da brauchen wir das Rad sowieso. Weil wir sonst nicht unbeschadet da durchkommen. Oh, das ist ja schon die... Oh, das war dumm, da zu wenden. Merke ich gerade. Oh, 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 oh. Nein, nein, hör doch mal auf. Oh. So, jetzt nehme ich das erstmal so zu mir. Nehmen wir die Tomate. Nehmen wir das Rad. Nein, ich will das Rad nehmen. Klick's an. Gut. Oh. Und roll da jetzt durch. Das ist mir sonst zu verrückt. Oh, da ist ein Leben. Das möchte ich auch noch besitzen. Da kann man übers Wasser rasen. Und da können wir raus. Oh, war das wild. Und da unten ist... Oh, komm mir nicht zu nahe. Ich brauche das Rad sicher noch. Nee, ich brauche das Rad nicht. Moment. Ich nehme mal die Blase. Und mach mal die Blase in eine Blase. Ha, das war doch voll cool. Und wie mache ich das da? Ach so. Hm, das war einfacher als erwartet. Schön. Dann mache ich den auch in eine Seifenblase, die wir nicht mitnehmen können. Schade. Und ich könnte rein theoretisch auch mal schnell den Sprung mit der Blase kombinieren. Und bekomme das Rad wieder. Naja, das ist mal wieder am Anfang. Oh, hier ist nix. Ich finde das Bubble-Outfit total... Ja, Tier, 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 Tier. Uah, erweiterte Fähigkeit, erweiterte Fähigkeit. Oh, oh, oh. Wow. Hey, das will ich auch können. Oh, nein. Sehr gut. Und das Tollste an allem ist, wie man hier jetzt sehen kann, die erweiterte Fähigkeit ist dieser coole Move. Ist das nicht krass? Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und das macht auch richtig viel Spaß, sich hier durch das ganze Erdreich zu wühlen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was ist denn hier noch? Kann ich da nochmal lang? Kann ich da lang? Sieht nicht so aus irgendwie. Nee, dann kann ich da wohl nicht lang. Kann ich auch nach oben eigentlich? Nee. Okay, dann gehen wir mal... Nach... Ah!
Nein. Ah, die Fähigkeit kann ich leider nicht richtig benutzen, weil ich zu blöd dafür bin. So, jetzt drehen wir uns nochmal hier durch. Oh, und hier müssen wir nach unten, würde ich mal sagen. Oh shit, da kommen wir gar nicht durch. An dem möchte ich bitte von woanders entgegenkommen. So, einmal hier. Und dann geht's jetzt hier nach unten. Oh, das war leider falsch, so wollte ich nicht... Ah, so. Ach so, wir ist erst schon besiegt. Boah, Ramse! Kaputt. Oh, und wir können die Leben mal kombinieren. Damit wir die Tomate nehmen können. Das klingt schon um einiges besser. Oh, und da geht's gar nicht lang. Schön. Was ist hier? Da ist nochmal ein Tier. Oh, und da ist nochmal eine Bubble. Ich werde die Tomate essen. Na komm schon, Kirby, nimm dir die Blase. Und dann kombiniere ich das damit und habe wieder ein Leben bekommen. Und ich habe noch nicht geguckt, ob wir die Leben jetzt behalten haben vom letzten Mal oder nicht. So, und den lassen wir einfach, weil er dort cool aussieht. Weiter geht's. Was ist denn hier unten? Eine Kirsche. Okay. Ich gucke erstmal kurz nach, was hier oben noch ist. Nur damit ich nichts verpassen kann. So, truhenmäßig zum Beispiel. Einfach mal runter. Einfach mal runter. Oh. Einfach mal runter. Hm, den machen wir kaputt. Da ist ein Ninja-Stern. Was ist denn hier noch? Da oben ist eine Kirsche. Ah, ich komme da nicht hoch. Warum? Okay, ich bin zu blöd, da hinzugehen. Da hole ich mir den Ninja-Stern. Das Leben kann ich mir nicht holen. Ich hole mir mal kurz eine neue Fähigkeit und mache die Blase frei. Den besiegen wir. Wirbelwind. Oh, da ist die Truhe. Sehr gut. Wie viele Truhen gab es? 3, soweit ich weiß. Dann werde ich die Kirsche einmal essen, obwohl das nichts bringt. Und der hat mich einmal hier... Ah, okay, so geht's auch. Einmal den zu der Truhe durchgraben. Und dann schaue ich mich nochmal hier um. Weil irgendwo muss ja auch noch Truhe Nummer 3 liegen. Ah, das war scheinbar nicht hier. Ah, dam, 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 batsch. Gut. Hier gibt's überall nichts. Ach, hier gibt's scheinbar nicht die letzte Truhe. Ach, wir haben schon 3 Truhen, bin ich blind? Da sehe ich den unteren Bildschirm und... Oh, shit. Da sehe ich den unteren Bildschirm schon und dann sowas. Ich gehe mal hier lang. Ist das richtig? Sieht falsch aus. Da komme ich durch. Wow. Der soll ja von mir wegbleiben. Okay. Ach, hier ist das... Was ist denn hier? Da komme ich vor allem gar nicht erst runter. Das sieht... Ach nee, da kann ich wahrscheinlich wieder... Ey, sehr gut. Ach so. Oh, da holt sich das gleich wieder. Wow, ich gehe lieber schnell weg. So, den besiegen wir. Schnell raus hier, Kirby. Gut, dann haben wir jetzt die Drohnen. Schießen wir uns gleich aus Onigiri. Fein. Und haben alle 3 Drohnen. Oh mein Gott. Das war wieder stressig am Ende. Schön. Und wir haben... Ein Puzzleteil zum roten Bild. Sehr schön. Eine neue Kopierpalette. Pastell. Und eine Ratschrift. Oh, das ist sehr gut. Was die Ratschrift ist, weiß ich sogar. Das gefällt mir sogar noch viel mehr als die anderen Sachen. So, jetzt schaue ich mir erstmal kurz die Palette an. Na, die ist doch schön, die nehme ich jetzt. Was hatten wir denn jetzt noch gerade eben? Jetzt gucke ich hier drauf und denke mir so, hä? Wir hatten die Dinge, was hatten wir denn jetzt gerade eben noch gesammelt? Wir hatten die Kopierpastelle, wir hatten die Schriftrolle und... Ach, das Puzzleteil, genau. Wo ist das Puzzle, wo ist das Puzzle? Da unten sind die Puzzle. Und haben hier, glaube ich, das zweite Bild. Yeah, sehr schön. Na, das sieht doch schon mal nach was aus. Und hier rein, bitte. Welt Nummer 4. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Truhen es hier gibt. Das ist mir egal. Oh nein. Die Musik kommt mir bekannt vor und ich mag die Musik auch sehr, aber... Oh, oh, oh. Wow, das war uncool. Oh, da ist gar nichts drin. Dann möchte ich da nicht hinterher springen. Und hier gibt es eine Tür. Wow. Und hier gibt es ein Schwert. Ich glaube, das Schwert nehme ich mir mal. Ich will das Schwert. Danke sehr. Denn mit dem Schwert bin ich super mobil. Und das gefällt mir nicht. Also mir gefällt das super mobile, aber dieses Ding zum Wegkloppen gefiel mir nicht. Da gehe ich rein. War das jetzt dumm? Ja, ich glaube, das war schon irgendwie doof. Jetzt schaue ich mich vor dem Ding hier um. Ich weiß, das war vielleicht nicht so klug. Aber ich habe das Gefühl, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das war sogar gut. Ach, sieh mal an, da erscheint natürlich auch gleich eine Wand. Aber ich habe das Gefühl, es gab hier nicht nur eine Truhe, oder? Oh, sehr gut. Ja, das ist ein bisschen mickrig, die Ausbeute. Eine Bumerangschrift. Das ist schön, aber mir fehlt, glaube ich, was. Nein, es gab nur eine. Wow, dann war die Ausbeute doch nicht so mickrig wie erwartet. Cool. Sehr schön. Die Musik mag mir jetzt gerade nicht gefallen. Die klingt so unheilschwanger. So, die machen wir alle weg. Nein. Ah. Ach, danke, ich habe das Schwert noch.
Unschön, dass er mich noch getroffen hat. So geht's nicht. Fein. Was ist denn hier? Die Musik ist... Oh, Lava. Eis? Ich glaube, Eis möchte ich jetzt doch mehr haben. Kann ich das einfrieren? Sehr schön. Zumindest kann es... Ah, Lebensenergie? Schön. Zumindest kann ich es für eine kurze Zeit verschwinden lassen. Das erschien mir auch hier etwas unfreundlich. Kann ich die Lava... Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich kann die sogar erkalten lassen. Das ist perfekt. Das macht mir jetzt ein paar Sorgen. Ich nehme einmal das. Das nehme ich mit. Das lege ich aber wieder hier oben rein. Dann nehme ich das Rad. Dann kombiniere ich Wind mit Rad. Bekomme den Engel und schluck die Kirsche wieder. Und ich glaube, das ist eine dumme Idee, die Kirsche aufzubewahren. Darum werde ich, wenn ich mich das nächste Mal treffen lasse, das auf jeden Fall benutzen. Und ich glaube, hier möchte ich unten lang. Das erscheint mir fast so, als wäre das der gleiche Weg wie oben. Gut, okay, dann lassen wir das. Er ist auf jeden Fall ein kleines bisschen ungefährlicher. Das kann man ja mal so sagen. Ah, komm schon. Dark Soul ist auch kein Problem. Schön. Und hier ist die Endtür, oder? Das sieht auch verdächtig aus. Ich werde mal... Das werde ich mal loswerden. Und versuche mal, beide auf einmal einzusorgen. Das hat ja gut funktioniert. So, aber ich habe doch die Bumerang-Schrift bekommen. Was machten die? Ah, stimmt ja. Unser Bumerang ist jetzt viel stärker und größer als vorher. Das ist nämlich echt cool. Oh, die Musik, die macht einen ja irre. Ja, dann kämpfen wir mal gegen... Deo! Das war aber nicht sehr nett. Yeah. Yeah. Ich mag das mit diesem über Bogen schießen. Vielleicht besiegen wir den noch und bekommen die tolle Eisenfähigkeit, ohne dass wir Probleme haben mit dem. Was so mit der Fall gewesen ist. Schön. Oh ja, ich glaube, die brauchen wir da hinten schon. Ugh. Nachdem wir irgendwie hier hochgekommen sind. Ach, so schön. Und Stampf. Fein. Und dann stampfen wir hier nochmal und haben eine Truhe zu viel. Dann nehme ich die Kirsche. Und nehme dafür die Truhe. Oh, toll. Im Highspeed geht sie hoch. Oh, Kirby, du bist so langsam. Sogar die Leiter ist... Langsam. Nur rutschen geht schnell. Ach so, wir sind eh unbesiegbar, fällt mir gerade ein. So, und jetzt habe ich das dumpfe Gefühl. Nein, es kommt doch nichts Bösartiges. Dann möchte ich mal die Kämpferfähigkeit haben, weil wir die bis jetzt noch nicht hatten. Los jetzt, Champion! B ist zuhauen, B, 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 B ist zuhauen und noch mehr zuhauen. Nochmal B, 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 B ist noch mehr zuhauen. Im Flug ist es so, im Kreis treten. Unten im Flug ist die Sturzattacke wie beim Ninja. Oh, B gedrückt halten ist ein Hadoken. Rechts und B ist Wirbeln, rechts, rechts hoch und B ist Superkick, oben und B ist Superhieb. Und in Gegnernähe ist es Werfen und dann noch was Geheimes. Boah, das ist eine extreme Imba-Fähigkeit. Haha, schön. Yeah. Oh, ich möchte mal die andere Attacke ausprobieren. Und zwar... schön, das klappt super. Machen wir das mal kaputt. Das ist echt für Faule hier, die Fähigkeit. Man rumst einfach alles problemlos weg. Man muss nur B drücken. Oh, 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 oh. Ach, das kann ich... Doch, das kann ich mitnehmen. Indem ich die Tomate in den Mund nehme. Das schluck. Das kombiniere. Und das dann wieder schluck. Perfekt. Klappt doch gut. So, das kriege ich alles auf. Und dann gehe ich mal hier raus. Und ich bin schon mal bereit. Das dachte ich mir. Die Tomate zu essen, damit ich Platz für die Dings habe. Das muss ich drücken. So, mein werter Freund. Boah, gib mir mal die... Nein, schlecht. Okay, ich habe alles, ich habe alles. Dann ist es mir egal. Dann gehe ich jetzt einfach ins Aus und rette meine Beute. Die gehört denen ja eh nicht. Insofern kann das uns ja egal sein. So, und alle drei Truhen. Sehr schön. Das heißt, das haben wir auch zu 100% wieder hier. Und wir haben ein grünes Puzzleteil, eine Beamschrift und einen Geheimschlüssel. Das heißt, die extra Stage kommt jetzt da unten. Oh, die kommt da hinten raus. Okay. Drei Truhen. Oh. Dann gehen wir mal da rein. Bevor wir zum Boss gehen, überprüfen wir nochmal schnell die Statistik. Hier gibt es doch bestimmt was drin, oder? Was kriege ich denn hier für eine Fähigkeit? Ach, komm schon, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Was ist eigentlich... Ach so. Ja, hoch und runter pusten. Und? Nichts! Okay, das war aber enttäuschend. Okay, schaue ich mich vorher hier um. Okay, das scheint das hier aufzulösen. Ah, das scheint nichts gemacht zu haben. Das ergibt keinen Sinn. Oh, das ist gut. Die Meisterhand? Was macht denn die hier? Vor allem ist sie doch gar keine Fähigkeit hier. Oder habe ich was verpasst? Oh, hier gibt es auch nichts, wie es aussieht. Okay.
So, jetzt schaue ich mich mal kurz. Ich glaube, das möchte ich niedermähen. Hat er gerade mein Essen gegessen? Da toll, das ist ja blöd. Zum Glück war ich eh voll, aber trotzdem. Komm mal durch. Danke sehr. Das möchte ich, glaube ich, auch hier hinten haben. Sehr gut. Halt, erst mache ich den weg. Dann mache ich den weg. Fein. Was gibt's denn hier für ein Ge... Oh, ach, Hammer hatten wir ja auch noch nicht. Das stimmt. Los, noch ein paar Treffer. Ah, yeah. Und dann holen wir uns mal den unglaublichen, mysteriösen Hammer. Sofort K.O. Fast schon unfair. Was steht da? Dieser Monsterhammer... Was? Macht alles platt. Ah, super. B ist zuhauen, B im Flug ist im Kreis machen. B und unten, B, rechts B ist hier Wirbelattacke und hoch B ist nach oben schlagen. Das ist, glaube ich, neu. Das ist sehr praktisch. Das ist praktisch, das ist praktisch. Und wir haben noch eine versteckte Fähigkeit auf diesem Ding. Machen wir das erstmal auf. Da gibt es eine Tür. Es könnte sein, dass ich da unten... Oh. Ich hole mir erstmal das da. Kann ich auch hier durch? Oh, das ist interessant. Jetzt frage ich mich... Oh, shit. Welche Tür muss ich denn nehmen? Hm, ich gehe mal kurz nochmal nach oben. In der Hoffnung, dass ich hier dann was... Ja, sehr gut. Das war eine weise Entscheidung. Hol mir das mal noch. Und gehe wieder raus und bin jetzt hier unten drunter, ja? Ja. Okay. Dann rutschen wir schnell runter. Hier gibt's nichts mehr. Schön. Uah. Okay. Das ist so oben oder unten? Oben oder unten? Ich nehme oben. Und? Weise Entscheidung? Ich weiß es nicht. Oh! Hasenkämpfer! Oh, hier sind dicke Blöcke. Okay. Brems! Aber wir haben ja auch einen dicken Hammer. Insofern ist das vollkommen egal. Njong. 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 Sehr schön. Oh, das klappt alles so toll. Oh. Vielleicht sollte ich den mal kurz mitnehmen. Gib mal. Ich brauche mal kurz deinen Atem. Was ist denn hier drin? Oh, eine Tomate. Okay. Was passiert eigentlich, wenn wir... Ach, wir können... Das ist wahrscheinlich schon Essen auf der höchsten Stufe. Warum können wir das nicht mitnehmen? Vielleicht liegt es da dran? Was ist das denn jetzt auf einmal? Okay. Ich bin mal großer Fan vom Lolli. Sollte jetzt was Blödes kommen, benutze ich den gleich. Es war so klar, dass ich den jetzt brauche. So, dann gehen wir mal schnell nach links und hoffentlich kommen wir da ran. So, danke. Die nehme ich gern mit. Und dann verabschiede ich mich mal von dir. Tschüss. So können wir dem Kampf natürlich auch hingehen in dem kleinen Maushaus. Wahnsinn. Aber hier gab es auch drei Thronen, oder? Mist. Oh, schon wieder ein rotes Puzzleteil. Und eine Herzenergie. Oh, ist das schön. Klack. Bling. Drückt. Und haben ein bisschen mehr Lebensenergie. Das gefällt mir sehr gut. Und tatsächlich, es gab drei Thronen. Na, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. In der Hoffnung, dass wir es finden. Hier wollen wir noch nichts, oder? Nicht, dass jetzt zufällig eine kommt. Ach, nein, sieht nicht so aus. Oh, das war dumm. Nein, ich möchte das wieder haben. Oh. So. Das Feuer besiegt die? Okay, das ist nur zum Besiegen. Ist ja langweilig. So, hier gibt es dann auch nichts Großartiges. Das mit der Hand, das irritiert mich. Was macht denn die hier? Klack, klack, klack. Hm, hier gibt es das Fleisch für mich. Ach so, ja, würde der Schluckwart das nicht wie beim letzten Mal essen. Ich mache den gleichen Fehler andauernd. Und hier müsste es auch nichts gehen. Dann werde ich einfach mal jetzt unten die Tür nehmen, in der Hoffnung, dass da die, hier, Truhe ist. So ist das. So, den besiegen wir einfach. Dann nehme ich trotzdem den Hammer wieder mit. Okay. Nein! Ach. Oh, das war vielleicht keine kluge Idee. Schieß mal die Nuss. Oh, und ich brauche nochmal einen Stern. Mach mal dein Hammer-Ding. Na? Okay. Nein! Ah, oh, gut, gib mir die Nuss. Die haue ich hier wieder an den Kopf. So, meins. So, mit dem Hammer müssten wir jetzt unten wieder durch die Tür kommen. So. Und hier gibt es bestimmt das Leben wieder. Ja! Sehr gut. Brems. Brems. Oh. So, und jetzt gehen wir mal hier unten lang. Da frage ich mich doch, was in dem Fass war. Nein, hör auf damit. Klack. So, da hauen wir uns durch. Und jetzt müssen wir ja schon fast beim Fass sein. So. Au. Ich finde das nicht so cool von dir. So, das macht... Ist nicht hier... Ist auch noch ein Lolli drin. Aber warum ist hier nochmal... Was ist denn dann...
Wo ist denn dann die letzte Truhe? Habe ich was verpasst? Oh! Hier ist die letzte Truhe. Schluck. Die goldenen Watteldies besitzen nämlich immer Truhen. Und die stürzen sich aber immer gekonnt in den Tod. Und darum müssen wir mal verhindern, dass sie kaputt gehen und die vorher einsaugen. Oder danach. Ja, und das Spektakel hier, das kann mir ja nun wirklich bei Weitem egal sein. Die kann ja auch fliegen. Das ist ja voll niedlich. Also, relativ. So, was in der Truhe drin ist, interessiert mich im Feuchten. Ich gehe jetzt einfach hier ins Ziel. Und das Problem ist gelöst. Und das Coolste ist, wir können zum Boss und haben noch einen Lollipop. Und sind unbesiegbar. Das ist gut. Geheimkarte führt dich zur Geheimzone. Dann schauen wir uns nochmal kurz unseren Fortschritt an. Einmal die Bilder, da hatten wir hier noch ein Puzzleteil. Ah, mit einem Blasen-Curry. Und hier haben wir auch noch ein neues Teil. Schön. Dann haben wir hier endlich unser ganzes Herz. Den Schlüssel haben wir, glaube ich, auch. Jawohl. Hier haben wir ein Stück von der Karte. Die kann man auch noch sammeln. Toll, oder? Und hatten wir sonst noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ist mir, glaube ich, auch erstmal egal. Würde ich sagen. Gehen wir mal schnell zum Boss. Aber vielleicht mit einer Fähigkeit. Das ist schon etwas cooler. So. Und rein geht's. So, wir haben einmal ein Fragezeichen. Das werde ich gleich mal benutzen. Oh, ich wollte die Fähigkeit nicht ausspucken. Das tut mir leid. Wir haben die Fähigkeit nochmal bekommen. Was soll das denn? Ja, los, hör auf. Eine Tomate, na toll. Oh, na, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ein Blitz, okay. Dann hole ich mir hier nochmal... Ich kombiniere mal Feuer und Eis. Ist das nicht cool? Tier. Und ich möchte letztendlich... Elektro haben. Geh da rein. Und ja, ich mache mich unbesiegbar. Dann kann ich mich nämlich in das Tier stellen. Und das bringt mir nichts, weil der irgendwo im Hintergrund abhängt. So, jetzt gibt's aber... Super Blitz. Oh, was? Ich habe das Gefühl, die Strategie war gut. Wow, was war das denn? Okay, das war krank. Schön. Und wir haben eine Bossstatue, also einen Bosskampforten, meine ich. Jawohl. Und das nächste Mal sehen wir uns dann in Welt 3 wieder. Und bis es soweit ist, werde ich das hier alles zusammenschustern. Yeah! Aber würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Illic. Bye!